So, guten Morgen, Freunde. Jetzt sind wir auf dem Weg zu der kleinen Wiese am Waldrand. Ihr wisst, die vorletzte Folge war das. Ich habe euch die Wiese gezeigt, vom Hochsitz aus. Jetzt wollen wir mal schauen, ob wir was entdecken können unter der Wiese. So, hier liegt die Wiese im schönsten Sonnenschein. Es ist noch morgens früh. Ich freue mich schon. Finde es wie immer gut, dass ihr dabei seid. So, und hier ist der erste Fund für heute. Das sieht aus wie eine Ohrmarke von einem Rind. Eine Rindermarke mit einer Nummer. Nun, ihr werdet sie gleich sehen. Das war der erste Fund. Wieder mal ein super Signal, aber leider wieder nur eine Patronenhülse, eine große 50 mm. Die erste Münze für heute. Auf dieser Wiese, diese Wiese ist sehr ruhig, nicht vom Lärmpegel her, sondern von den Funden. Hier seht ihr es, hier ist sie drin. Aber ich befürchte, wieder mal eine Zinkmünze. Man kann zwar den Adler sehen. Ja, es sind 10, ich glaube 10 Cent, 10 Pfennig. So, hier muss er drin sein, der Fund. Egal was. Wollen wir mal schauen. Ich kann schon was sehen. Da sieht aus wie ein Ring, nein, aber ein schöner, schöner Knopf und sogar noch super gut erhalten mit Öse, was ich sehen kann. Oh, denkst du, nicht gut erhalten? Ja, und hier neben dem flüchtenden Regenwurm, hier sitzt es drin, ein Bleigeschoss. Wieder mal, die man wirklich überall findet. Oh, schaut, sogar noch recht schön erhalten, eine Münze, ein Reichspfennig. Gar nicht schlecht. Hier sieht man auch noch den Adler. Nun gut, immerhin etwas. Wie gesagt, diese Wiese ist geizig, aber ich habe sie auch gleich durch. Das wird wohl ein Short-Shot-Video werden, so wie es aussieht. Und zum Abschluss habe ich hier noch eine scharfe Patrone gefunden. Da muss man dann ein bisschen aufpassen. Nun gut, da haben dann unsere grünen oder blauen Freunde was zu tun, wenn ich sie nachher abgebe beim Revier.